Das Team of the Year kommt in weniger als 2 Wochen raus. Heute das Voting auf meinem Kanal. Viel Spaß. Das ist einer! So, rein geht's also auf die EA-Seite. Das Team of the Year ist also nicht mehr weit von uns entfernt. Ich glaube, bis zum 18. Januar habt ihr Zeit. Link steht unten in der Beschreibung, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir gehen jetzt einfach mal kurz die ganzen Spieler durch. Ich werde versuchen, nach bestem Gewissen meine Mannschaft zusammenzustellen. Natürlich gibt es zigtausende Spieler, die es natürlich verdient hätten. Aber ja, man muss immer so ein bisschen gucken, wer hat es wirklich verdient, so von der Leistung her. Und ja, wen kann man halt auch gut in FIFA spielen, weil letztendlich ist es eine Abstimmung für ein Videospiel. Und dann nimmt man natürlich die Spieler, mit denen man am besten spielen kann. Wir gehen mal die Torhüter durch. Wir haben ja einmal Alisson, wir haben Courtois, wir haben Ederson, wir haben Radetzky, wir haben Mandanda, wir haben Navas und wir haben Neuer. Da führt, glaube ich, kein Weg an Neuer vorbei, auch wenn die alle eine gute Saison bzw. ein gutes Jahr gespielt haben. Hier geht es ja nicht um die Saison, hier geht es ja um das Jahr 2020, aber Neuer und Bayern, die haben halt alles auseinandergenommen und deswegen ist Neuer für mich hier, denke ich auch, wie für viele andere, die ganz klare Nummer 1 im Tor. Dann haben wir natürlich ein paar Verteidiger, wo man sagen muss, da wird schon ein bisschen schwieriger. Wir haben unter anderem Acerbi, wir haben aber auch Altbekannte wie Trent Alexander-Arnold mit dabei. Hummels ist ganz oft mit dabei gewesen die letzten Jahre. Jordi Alba war sonst immer eine Bank hinten links. Roberts natürlich letztes Jahr. Ramos ist immer dabei, Van Dijk auch. Also 2, glaube ich, die können wir schon mal gesetzt auf jeden Fall reintun. Das sind einmal Sergio Ramos und Virgil van Dijk. Für mich, obwohl Van Dijk hier zurzeit noch verletzt ist, wirklich 2 sehr konstante Innenverteidiger. Ich glaube sogar, dass Ramos dieses Jahr einen Rekord gebrochen hat. War das nicht so mit den meisten Verteidiger-Toren oder irgendein Rekord hat er auf jeden Fall gebrochen. So, dann ist es auf jeden Fall auf der linken Seite für mich ganz klar Alphonso Davies. Auch weil er mit Bayern einfach ja alles auseinandergenommen hat und die Champions League unter anderem natürlich gewonnen hat. Meister, Pokal und der ja so ein bisschen zum Shootingstar aufgewachsen ist oder aufgestiegen ist. Der die linke Seite echt rauf und runter wetzt, der wirklich gefühlt jedem Gegner 10 Meter abnimmt. Und er hat wirklich ein starkes Jahr auch gespielt, muss man sagen, nicht nur in der Saison, obwohl er jetzt auch ein paar Wochen verletzt war, aber trotzdem über das ganze Jahr hinweg gesehen, Alphonso Davies für mich persönlich, ist ja immer noch meine persönliche Meinung, richtig, richtig stark. Und jetzt kommt es halt auf der rechten Seite darauf an, nehmen wir wieder Trent Alexander-Arnold oder Hernandez hat zum Beispiel auch ein gutes Jahr bei AC Mailand gespielt, vor allem die Rückrunde, Kimpembe mit PSG im Finale, Marquinhos hat auch stark gespielt, obwohl der auch meistens ZDM gespielt hat. Robertson könntest du natürlich auch wieder standardmäßig nehmen, aber ich habe ja auch gesagt, man muss schauen oder die Leute werden auch gucken, mit wem ich gut in FIFA spielen kann, weil, wie schon gesagt, letztendlich ist es ein Spiel, ein Voting für ein Spiel und man will natürlich auch diese Karten dann bestmöglich spielen und ich denke mal, die 4 bislang lassen sich echt gut spielen und jetzt ist halt die Frage, wen wir da noch spontan mit reinnehmen. Ich muss halt spontan entscheiden. Angelino für die Bundesliga wäre natürlich auch nicht schlecht. Was Ginter da jetzt zu suchen hat, verstehe ich halt ehrlich gesagt auch nicht, aber gut, da können wir jetzt rumdiskutieren. Wir nehmen einfach mal Alexander Arnold, weil der es halt einfach auch verdient hat. Der hat auch ein konstant gutes Jahr gespielt bei Liverpool. Und ja, dann gehen wir zu den Mittelfeldspielern, was nicht weitaus leichter werden wird. Wir haben hier unter anderem Bruno Fernandes, Aouar haben wir dabei. De Bruyne ist halt auch jedes Jahr mit dabei, weil er halt auch einfach gut spielt. Dann haben wir einen Gosens. Ja, Nonsens, Gosens, keine Ahnung. Guerrero ist auch stark. Henderson, Kimmich auf jeden Fall. Also da können wir schon mal einen mitnehmen, der ist auch auf jeden Fall gesetzt im Mittelfeld. Der hat halt auch einfach die Mannschaft da zusammengehalten, vor allem dann in der Champions League, da beim Champions League Turnier in Lissabon. Und jetzt ist halt auch so ein bisschen die Frage, wo ist denn Thomas Müller? Der hätte es natürlich auch längst verdient gehabt, aber EA kocht auch so ein bisschen ihr eigenes Süppchen. Dafür aber ein Renato Sanchez, der jetzt für mich nicht unbedingt so stark war. Ein Parejo, ein Merino habe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so stark gesehen. Kroos, Klaas auch mit dabei bei der Abstimmung. Dann hast du natürlich auch einen Thiago mit drin, der halt auch über das Jahr hinweg gesehen richtig stark gespielt hat. Die eine Hälfte hat er noch bei Bayern gespielt. Son hat eigentlich auch ein starkes Jahr gespielt. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir auf jeden Fall, ich würde sagen auf jeden Fall Bruno Fernandes. Da führt auch, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Der ist wirklich ein Gewinn für United. Der schießt momentan auch alles ab, was geht, auch wenn er viele Elfmeter dabei hat. Aber trotzdem, das muss man auch einfach mal anerkennen. Tja, dann ist halt wieder die große Frage, wen nimmst du? Nimmst du De Bruyne mit rein, den kannst du gut spielen. Du kannst auch einen Son richtig geil spielen. Ein Thiago, der lässt sich bestimmt auch gut spielen, kommt vielleicht als 12. Mann. Aber das hat der EA dann in der Hand, wen sie da abstimmen lassen oder wen sie da zur Abstimmung ranlassen oder stellen, mehr oder weniger. Tja, wen nehmen wir jetzt? Stindl können wir auch nehmen, der hat auch gut gespielt, aber wirklich konstant über das ganze Jahr
würden sich eigentlich nur Son und Thiago rauskristallisieren. Und vielleicht halt auch noch De Bruyne, wirklich. Aber De Bruyne ist so ein bisschen standardmäßig, deswegen möchte ich da so ein bisschen von abweichen. Und ich nehme jetzt einfach mal noch Thiago mit rein. Einfach aufgrund dessen, weil er noch das halbe Jahr bei Bayern richtig stark performt hat. Bei Liverpool hat er noch ein paar Anlaufschwierigkeiten. Son hätte es natürlich auch mit reinnehmen können. Aber jetzt kommen wir zu einer Position, die nicht viel einfacher wird. Die, glaube ich, die schwierigste von allen ist, weil da einfach so viele mit dabei sind, die es wirklich verdient hätten. Ich glaube, die meisten sogar. Mal angefangen bei einem Lewandowski, der auf jeden Fall damit reingehört. Den können wir schon mal ganz klar da vorne reintun. Weltfußballer, da müssen wir gar nicht drum rumreden. Wenn der nicht in FIFA 21 Team of the Year reinkommt, dann weiß ich auch nicht. Aber bei der Community darfst du dir nicht sicher sein. Die stellen ja häufig nicht so auf, wie es von der Leistung her ist, sondern halt ne, die Karte, mit denen sie am besten spielen können. Ein Salah hat es eigentlich auch verdient, der auch nicht so stark gespielt hat dieses Jahr, aber auch immer noch sehr gut. Neymar natürlich, Mbappé, die lassen sich halt auch gut in FIFA spielen. Messi sowieso, Ronaldo ist natürlich auch immer klassischerweise mit dabei. Was mich halt auch dieses Jahr echt freut, ist, dass man Frankfurter mit dabei ist, ne? André Silva, klar, Ben Yedder, Benzema, die haben es halt auch alle verdient. Ronaldo sowieso, der spielt wirklich konstant auch immer noch gut in dem hohen Alter. Silva hat halt auch von der Statistik her, ich habe mich mal informiert, dieses Jahr, glaube ich, insgesamt 25 Scorer-Punkte geholt, also 18 Tore geschossen, die dazugehörigen Vorlagen da noch mitgerechnet. Also der war auch nicht so schlecht, deswegen, das darf man immer nicht vergessen, aber es wird halt darauf hinauslaufen, dass es wieder Ronaldo und Lionel Messi sein werden oder vielleicht Mbappé als 12. Mann oder Neymar als 12. Mann. Es ist einfach so, so schwierig. Immobile hat auch bei Lazio alles zerschossen. Felix ist auch bei Atletico auf dem aufsteigenden Ast. Roselu habe ich zum Beispiel gar nicht verfolgt. Lukaku, auch ein super Stürmer, aber wir müssen jetzt hier einfach uns für zwei entscheiden. Man kann, glaube ich, das Team mehrmals abstimmen, so wie ich das mitbekommen habe, aber wir wollen es ja jetzt hier einmal machen fürs Video. Vielleicht mache ich es dann offscreen nochmal ein bisschen anders. Also wir nehmen einfach mal Mbappé mit rein auf die rechte Seite, weil der halt auch einfach stark gespielt hat dieses Jahr. Den würde ich dann aber auf die linke Seite tun. Und jetzt ist halt die Frage, nehmen wir Ronaldo oder Messi? Ich als kleiner Messi-Fan nehme dann natürlich Lionel Messi. Das wäre also mein Team. Klar, ich könnte da jetzt auch wieder Ronaldo mit reinnehmen. Vielleicht mache ich ja auch nochmal ein anderes Team. Aber vielleicht sieht ja euer Team auch ganz anders aus. Schreibt das mal unten in die Kommentare rein. Vielleicht postet ihr auch einfach mal ein Bild auf meinem Discord-Channel. Falls ihr noch nicht da auf meinem Discord-Channel vertreten seid, schaut mal unten in die Videobeschreibung rein. Dort habe ich den Link. Und ja, wie gesagt, das ist mein Team. Neuer, Davis, Ramos, Van Dijk, Alexander Arnold, dann Thiago, Joshua Kimmich und Bruno Fernandes im Mittelfeld und vorne Mbappé, Lewandowski ganz klar gesetzt und Messi auf der rechten Seite. Klar, da fehlt ein Ronaldo, ihr könnt jetzt wieder Ronaldo fehlt, unten reinschreiben, De Bruyne. Es hätten viele, viele andere auch verdient, aber man muss sich halt nur mal für 11 Spieler entscheiden. Ich gebe die Stimme jetzt ab, schauen wir mal, Stimme abgeben und dann dürfte das, glaube ich, ja. Also das ist mein Bild, ich lade das natürlich im 1:1 herunter, 9:16 Format, naja, egal. Also 1:1 runterladen mache ich dann. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt eure Team of the Years unten rein, da bin ich sehr, sehr gespannt und dann sehen wir uns bei einem neuen Video wieder. Macht's gut und danke fürs Zuschauen.